Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da und zwar heute mit neuen Informationen aus dem Databook Vivrecard. Wobei, neue Information ist nicht ganz korrekt, denn genau genommen handelt es sich bei diesem Indexset, was jetzt am 3.1. rausgekommen ist, um Korrekturen aus älteren Vivrecards. Leider haben sich ein paar Fehler in den Informationen eingeschlichen und die wurden jetzt verbessert. Welche das sind, erzähle ich euch nach dem Intro. Intro ab! Lukis Vivrecarte sagte, er hätte Haki während dem Timeskip gelernt. Dies wurde nun aber verbessert und es wird gesagt, dass Luki sein Haki während des Timeskips nur verstärkt hat. Somit war er also schon im Kampf gegen Ruffy im Besitz von Haki, nur noch nicht so ausgeprägt. Dabei haben wir aber bei ihm eigentlich nie Haki gesehen gehabt oder kann ich mich jetzt nur einfach nicht mehr daran erinnern. Zudem bekommen wir noch eine weitere Information, die ganz interessant ist, denn die Indexkarte sagt, das Training, welches erforderlich ist, um Mantura und die Formel 6 zu erlernen, ist ähnlich dem Training für Haki. Soll das nun bedeuten, dass die Formel 6 irgendwie eine Art Vorstufe von Haki sein könnte? Oder zumindest ähnlich dem Haki ist? Immerhin, man könnte sich Tekkai gut als eine Art Vorstufe des Rüstungshakis vorstellen. Und zudem, wieso wird eigentlich Mantura so ausgegliedert? So wie ich es eigentlich damals verstanden hatte, war Mantura doch einfach nur der Name für das Observationshaki in Skypiea. Oder habe ich da irgendwie was falsch verstanden? Shanks alte Vivrecard sagte, er wurde ein Kaiser, bevor er Ruffy traf. Doch dies ist ein Fehler. Denn zum Kaiser wurde Shanks erst, nachdem er Ruffy getroffen hatte. Auch Oz Juniors Größe wurde angepasst. Auf der alten Vivrecard war er noch 38 Meter groß, jetzt ist er 60 Meter groß. In der Vivrecard stand auch, dass Doc Bader ursprünglich aus dem West Blue stammte. Doch dies wurde nun korrigiert, denn Doc Bader stand tatsächlich aus Drum. Lucky Roos offizieller Name lautet nun Lucky Roux. Roux ist das französische Wort für Rot. Steht das für seine Bandenzugehörigkeit zum Roten Shanks? Oder hat er unter seinem Bandana vielleicht eine lange, rote Mähne? Nekomamushi hatte laut der alten Vivrecard weder Observations- noch Rüstungshaki, was damals schon sehr, sehr seltsam war. Denn immerhin hatte Inuarashi beides. Dies wurde aber nun korrigiert, so dass auch Nekomamushi beide Haki-Arten besitzt. Auch zu Petro haben wir eine echt brandheiße Information bekommen, denn er ist nun wirklich offiziell als tot deklariert worden. Dies bedeutet, alle Theorien bezüglich Petro lebt, können nun endlich ad acta gelegt werden. Es wird auch bei Momonosuke was verändert, denn bisher hieß es auf seiner Vivrecard, er hätte eine Smilefrucht gegessen. Jetzt heißt es aber offiziell, er hätte eine künstliche Teufelsfrucht gegessen. Soll wohl einfach für eine klare Abgrenzung zwischen Caesars Smilefrüchten und Vegapunks künstlichen Teufelsfrüchten sorgen. Aber vielleicht können wir da auch ein bisschen mehr zwischen den Zeilen lesen? Und zwar könnte es auch sein, dass es möglicherweise dort wirklich mehr Unterschiede gibt, als wir bisher denken, und zwar nicht nur der Name. Wir wissen bisher nicht, wie weit Vegapunk mit seinen Forschungen war. Möglicherweise funktionieren seine künstlichen Teufelsfrüchte etwas anders. Vielleicht besser, vielleicht schlechter. Vielleicht bekommen die Leute nicht nur irgendwie Teile von irgendwelchen Tieren an ihre Körper dran geheftet, sondern so wie Momonosuke können sie sich wirklich komplett in ein Tier verwandeln. Zudem wird auch erwähnt, dass Buggys militärische Streitmacht unter allen Shichibukai die größte war. Es wird explizit nochmal von der Vivrecard gesagt, dass Weevils Kraft der des jungen Whitebeards entspricht, also können wir von ihm wohl noch einiges erwarten. Und dies waren auch alle Korrekturen aus dem Databook Vivrecard, naja, zumindest mal die wichtigen. Haben euch die Informationen gefallen? Wenn ja, zeigt's mir doch einfach mit einem Like. Und um nichts mehr in Zukunft verpassen zu können, hämmert einfach mal direkt auf den Abo-Button. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.